Hi zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Rogue Legacy. Und wir sind gerade mit unserem Lichtkönig, wie heißt er denn, der Gute? Ich kann es mir nicht merken. MacGladdery unterwegs, um Geld zu farmen, eigentlich nur. Oje, oje. Warum hat der uns jetzt gerade getroffen? Das ist eine Unverschämtheit. Warum hat der uns gerade getroffen? Ernsthaft? Die Vampirrune für den Helm. Das ist cool. Vampirrune mag ich. Ich habe gerne einen Doppelsprung. Ein Dreifachsprung ist auch nicht schlecht. Aber ansonsten würde ich eigentlich alles nur mit Gold und Vampirrunen vollstopfen. Ich frage mich wirklich, wo uns der Kompass hinführt. Ich meine, nach The Legend of Zelda-Regeln eigentlich zu schätzen. Aber weiß das Spiel? Ist das ein Zelda-Spiel? Jedes Spiel ist ein Zelda-Spiel. Ich glaube, es gibt nicht wirklich viele Spielentwickler, würde ich jetzt mal behaupten, die sich nicht das ein oder andere von Zelda abgeguckt oder damit aufgewachsen sind. Das ist einfach eine Reihe, die hat es schon mehrfach geschafft, neue Maßstäbe zu setzen. Das hat einfach seinen Einfluss kulturell. Moment, hier waren wir schon. Wenn, dann da lang. Halt, Geld nehmen wir schon mit. Oh, das ist gemein. Ja, genau. Nee, wartet mal. Jetzt bin ich verwirrt. Ach so, nee. Das war der andere Licht. Der nutzlose Licht aus der letzten Folge. Ich dachte mir gerade, Moment, ist der nicht so... Hat der nicht so eine Fähigkeit, dass Plattformen offen bleiben? Aber nee, nee. Das war der letzte. Der hier hat Fürze. Da. Cool, noch ein Raum. Aha, eine Falle. Nicht so cool. Gemein, könnte man sogar sagen. Also der Kompass führt mich aber echt nach unten in die Unterwelt. Ich weiß nicht, ob wir da hin wollen, ehrlich gesagt, aber irgendwie schon. Weil ich einfach gern wissen würde, wo mich der Kompass hinführt. Das ist zwar jetzt echt ziemlich blöd, weil lang wird unser Held da unten nicht überleben. Aber mit 4000 Gold muss er sich eh nicht verstecken. Dann schauen wir mal, wo er uns hinführt. Ah, oh, jetzt hat er mich aus dem Bereich rausgeschubst mit seiner Flamme. Das ist natürlich sehr gemein. Yeah, einer weniger. Warte mal, der Kompass führt mich genau hier hin. Irgendwie schon. Aber warum? Weil hier ein Geheimgang. Das macht der Kompass also. Das Kaiserschwert und der Kaiserhelm. Der Kompass ist awesome. Und damit ist er weg. Ich verstehe. Der führt uns einmalig zu irgendeinem Superschatz. Cool. Dann hat es sich tatsächlich gelohnt, dass wir hier reingegangen sind. Und wie es sich gelohnt hat. Das war sogar sehr cool. Kaiserhelm und Kaiserschwert klingt auch noch echt fantastisch. Ich hoffe, das macht seinen Namen alle Ehre. Na komm her, tot die Schädel. Au, tot die Schädel. Böser tot die Schädel. Einfach weitergehen. Und das Gold sowieso wahrscheinlich auf den Stacheln landet. Warum dann rumärgern? So was wie Erfahrungspunkte gibt es nicht wirklich. Gold sind hier die Erfahrungspunkte. Uah. Uah. Ah.
Oh Gott. Okay, alles gut. Puh, das war gerade irgendwie echt knapp, aber es hat super funktioniert. Ah, und dann kommt der Schleim und gibt uns noch schnell eine Kopfnuss mit. Was für ein Arsch. Oh, oh, da ist ein Flammenzauberer. Au. Und ich springe ihm voll rein. Jetzt hat er uns nicht mal mit seinen Flammen bewundet, sondern nur, weil ich reingesprungen bin. Oh Mann, ey. Das ist ärgerlich. Also, was passiert schon mal? Oh, ups. Da. Au. Au. Ich hasse diese Wölfe. Ohne Scheiß. Die gehen mir so auf die Nerven. Der Raum ist mir überhaupt ein bisschen zu voll. Da ist ein bisschen Bälle spawnen. Okay, ich glaube, das hat geholfen. Und hilft immer noch. Oh, Gott sei Dank. Das war gut. Das war gut. Ah, Arsch. Ah, Mist. Ah, ja, nein. Okay, whatever. Egal. Hat ordentlich viel Geld rausgeholt. Oh, jetzt nehmen wir mal. Ja, jetzt haben wir gleich zwei Drachen zur Auswahl. Jetzt nehmen wir mal den starken Drachen. Die sind ehrlich gesagt, finde ich, nicht die beste Klasse, aber eine witzige Klasse. Eine sehr andere, eine sehr ungewöhnliche Klasse. Aber jetzt gehen wir mal zum Schmied, weil ich echt gern wissen würde, was wir da haben. Oh, das Kaiserschwert ist tatsächlich vom Technologiebaum her schon sehr weit fortgeschritten. Auch sehr teuer, aber das hätten wir gerne. Und ebenso der Kaiserhelm. Den können wir sogar gleich anziehen. Für das Kaiserschwert brauchen wir erst noch 15 mehr Tragekraft. Die kann ich nicht mehr ganz leisten, leider. Aber man könnte zum Beispiel vielleicht ein bisschen irgendwo anders downgraden. Machen wir irgendwo 10 Gewicht gut. Dann verlieren wir halt schon. Naja, na, also, na, nein. Nein, nein, nein. Das reicht nicht. Oder? Das reicht, glaube ich. Doch, doch. Okay. Wir machen das mal so. So, die Besonderheit von der Drachenklasse ist jetzt, dass sie fliegen kann. Und zwar beliebig. Dafür nicht springen. Da muss man sich eben erst dran gewöhnen. Und man greift nicht mit dem Schwert an, sondern mit Feuerkugeln. Die MP kosten. Die kosten Magie. Das ist ein bisschen komisch. Und eben dieses Nicht-Springen-Können ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil oft will man halt springen zum Ausweichen, aber beim Drachen aktiviert und deaktiviert man auf dem Sprungknopf einfach nur das Fliegen. Das hat viele Vorteile, aber auch ein paar Nachteile, das nur Fliegen. Und dass man ohne Mana nicht angreifen kann, ist auch gemein. Ich meine, der Held, muss man auch dazu sagen, regeneriert Mana von alleine. Es ist im Grunde nur, ich kann halt nur ein paar Mal schießen und dann muss ich warten. Aha. Aber es ist manchmal auch ein bisschen nervig. Auf jeden Fall spielt er sich, wie schon gesagt, sehr anders als alle anderen Klassen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Oh, oh, den schaffen wir. Komm, wenn nicht mit dem Drachen, mit wem dann? Der kann sich hier oben so gut verstecken. Dann immer wieder runterstürzen wie ein Adler. Oh, oh.
Ich darf gar nicht zu schnell angreifen. Das macht dem sonst gar keinen Schaden. Ja, das hat sehr gut funktioniert jetzt. Da gibt es ein bisschen Kohle. Da freut er sich. Der Herr Drache. Ja, komm. Ja, es ist manchmal ein bisschen komisch. Komisch und gewöhnungsbedürftig, aber auch irgendwie cool. Oh, oh. Ich weiß aber nicht, ich glaube, wir wollen nicht hierher mit dem Drachen. Dafür haben die Drachen auch nicht genug Lebensenergie und so. Nee, noch nicht. Gehen wir lieber noch ein bisschen. Und ich bin auch, da ich so überhaupt nicht mit dem umgehen kann. Ihr seht ja, ich bleib die ganze Zeit an irgendwelchen Kanten hängen und treffe Gegner nicht und so. Es ist alles ein bisschen schwierig. Oh, er leidet keinen Schaden. Das können wir mit dem Drachen am ehesten noch schaffen jetzt, glaube ich. Oh, das wird gemein. Ja, okay, gut. Okay, gut. Ja. Yeah. Die Vampirrune fürs Schwert. Sehr schön. Ach ja, stimmt. Bei den Runen habe ich gar nicht geguckt. Da wollte ich doch eh eine austauschen. Aber gut. Besiege alle Feinde. Ah, gemein. Ja, da kommen wir nicht hin. Da bräuchte man zum Beispiel die Raben des Lichts oder so. Mit denen könnte man das schaffen. Ob theoretisch, habe ich noch nie gemacht, aber es gibt doch so Schreine, da kann man neue Magiesprüche erhalten und dafür verliert man seine alten. Ob der Drache seinen Feuerball tauschen kann gegen was anderes? Ich stelle mir gerade vor, dass der irgendeinen echt mächtigen Zauber kriegt und dann aber immer wieder die AP regeneriert und immer mit diesem mächtigen Zauber angreifen kann. Dann könnte der nämlich auf einen Schlag extrem mächtig werden. Er leidet keinen Schaden, das schaffen wir. Das sind jetzt hier genau die richtigen Challenges für unseren Drachen. Eine neue Sprungrune für unseren Drachen. Genau die richtigen Challenges für den Drachen. Wow. Ah, oh, come on. Nein, da war ein Bild. Das ist gemein. Da bin ich jetzt einfach reingeflogen. Naja, ich hab's ja gesagt. Ich kann mit den Drachen leider nicht umgehen. Ich finde sie eine witzige und interessante Klasse. Ich kann so gar nicht damit umgehen. Im Gegensatz zu Barbarenkönigen. Twitchinstar 2. Sir Twitchinstar. Sehr gut. Hat keine Merkmale. Ein ganz normaler Standardgegner. Und die Drachengene haben sich anscheinend aus dem Genpool rausgewachsen irgendwie. So, Doppelsprung will ich halt schon behalten. Also zwei Sprünge hätte ich schon ganz gerne. Hier haben wir mehr Gold. Das würde ich gern behalten. Hier haben wir... Schade. Nein, ausgerechnet die falschen Runen. Die Vampirrune hätte ich nämlich echt gern, aber ich will sie nicht gegen die Sprünge tauschen. Und ich kann nirgendwo anders Sprünge einsetzen, ohne dass ich was verliere, das ich gern behalten würde. Schwerere Gegner, aber bessere Belohnung. Mehr gestapelte Runen machen Feinde sogar noch schwerer zu besiegen. Aber welche bessere Belohnung kriegt man denn? Ich bin mir nicht sicher, aber gut. 3000 Gold. Jetzt passt mal auf, wenn wir unser Gewichtskapazitätsdingens noch ein bisschen erhöhen und unsere Rüstung, weil wir einfach die Kohle haben, dann können wir nämlich auch wieder unsere besseren Armschienen anziehen. Oder was, der Umhang? Ich glaube, es waren schon die Armschienen. So, und dann haben wir eine sehr gute Rüstung, sehr viel Energie und ein sehr gutes Schwert. Und mit so einem guten Barbaren sind wir noch nie in die Schlacht gezogen. Hoffen wir mal, dass er seinen Werten, seinen Skills alle Ehre macht. Der Gute. Der könnte jetzt wirklich lang durchhalten. Na gut, aber es kann natürlich auch immer super blöd. Ganz schnell, ganz blöd laufen.
Das weiß man natürlich immer nicht. Aber trotzdem, der hat noch keiner hatte so gute Voraussetzungen wie er wahrscheinlich. Noch keiner war so stark, so aushaltsam und hat alle Gegner hier wirklich mit einem Schlag gekillt. Das ist fantastisch. Jetzt sind wir endlich so stark, dass wir im ersten Bereich alle Gegner auf einen Schlag killen. Das ist gut. Nicht kämpfen, okay. Aber wir dürfen Schaden nehmen, wenn es sein muss. Aber hey, cool. Ich freue mich auch über Runen, die ich eigentlich gar nicht brauchen kann, weil dann kriegt man beim nächsten potenziellen Runenfund halt eine andere, die man vielleicht schon brauchen kann. Oder Gold. Das geht so ein bisschen der Reihe nach. Du kannst, also beim Kompass in der letzten Folge war das anscheinend eine Ausnahme. Aber du kannst eigentlich immer nur die nächstbessere Stufe von Schwertern finden, quasi. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst quasi, wenn du Stufe 1 und Stufe 2 Schwert hast, nicht plötzlich Stufe 6 Schwert finden. Dann findest du erstmal Stufe 3 Schwert. Aber der Kompass überspringt anscheinend eine Stufe. Das ist natürlich ziemlich cool, dass wir da mit diesem Kompass diesen Superschatz gefunden haben. Das boostet jetzt hier natürlich unsere Helden auch ziemlich. Mein Gott, ihr Magier, ihr. Was ist denn, was habt denn ihr gefrühstückt? Unglaublich, das will ich auch. Oh, ob wir das wagen sollen, weiß ich jetzt aber auch nicht. Aber wir könnten. Wir machen jetzt auf jeden Fall nicht schlecht Schaden. Könnte noch ein bisschen mehr sein für hier unten. Aber vielleicht finden wir wirklich ein paar Schätze, die wir abstauben können, ohne uns in zu große Gefahr zu begeben. Bin mir nicht sicher. Die schießen schon sehr statisch. Theoretisch, wenn ich hier stehe... Oh Mann. Dürfte mir nichts passieren. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Aber der Loot. Der Loot, den die droppen. Oh, guckt euch die Ebene da unten an. Nein, nein, nein. Nein, ich benutze den Teleporter. Wir sind raus hier. Okay, super, wir sind... Ah, wir sind wieder am Anfang. Gut, genau. Wir sind raus hier. Obwohl, wartet. Jetzt könnten wir vielleicht dann doch die andere Abzweigung nach rechts noch kurz uns angucken. Oh nein, der Treffer war so unnötig. Wir gehen wieder. Es muss echt nicht sein, dass wir den Helden jetzt hier unten einfach so opfern, oder? Andererseits schaue ich noch kurz nach unten. Ich meine, der Held ist jetzt auch maßgeblich wegen seiner Ausrüstung so gut. Also jeder Held, der nach ihm kommt, wird auch wieder so gut sein. Oh, Bossraum. Wir könnten zum Boss gehen. Zum letzten. Also nicht zum letzten, aber zum schwersten der vier am Anfang erreichbaren Bosse. Ah, ein Tagebuch. Tagebuch Nummer 18. Ich habe die Bestien im Turm besiegt und wird... Ach so, er hat den Turm schon geschafft. Ich noch nicht. Wieder habe ich im Gespür, wie der Thronraum ein wenig von seiner Macht verloren hat. Der Rausch, den ich durch den Sieg verspüre, ist fantastisch. Ich habe mich noch nie so selbstbewusst, so mächtig gefühlt. So zu Hause. Nur noch ein wenig weiter und ich werde mir meine Belohnung verdienen können. Ich bin so nah dran. Mein Vater wird so stolz auf mich sein. Naja, der Raum ist ein bisschen sinnlos. Aber so ist das in einem prozedural generierten Dungeon. Dafür bleibt es immer wieder spannend. Besiege alle Feinde hier drin. Nein, wir teleportieren uns weg. Unser Ausflug hier unten war lang genug. Das machen wir nicht mehr. Also nicht mit dem Helden, denke ich. So, meine Damen und Herren, ich würde fast sagen, dass wir jetzt eh schon wieder Schluss machen für heute. Whoops.
Den Raum klären wir noch und morgen machen wir dann mit dem Barbaren genau an der Stelle weiter, wo es heute aufgehört hat. Ich bedanke mich jetzt schon mal herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst bitte nicht, das Video zu liken. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und... wir sehen uns hoffentlich morgen. Macht's gut. Ciao.